Scheine für Vereine. Scheine für Vereine heute mit dem Skiclub Gerhausen und nicht nur mit dem Skiclub natürlich, sondern auch mit der Präsidentin. Das ist die Ute Semmler. Hallo Ute, ihr habt 500 Euro für Scheine für Vereine gewonnen. Wie groß war eigentlich das Glücksgefühl? Riesig. Uns haben die Augen gefunkelt, wie heute Morgen im Radio kam, wie an Weihnachten. Die Augen haben gefunkelt und wir haben uns natürlich alle riesig gefreut. Geld kann ein Verein leider immer brauchen, das ist leider so. Und für unsere Jugendarbeit ist das extrem wichtig. Die Jugend, die hat ja vor allem bei euch große Rennambitionen, gell? Das ist ja nicht nur so ein bisschen Pistelwedeln fürs gute Gefühl, sondern da werden ja wirklich viele, viele Rennen gefahren. Und was ist da der teure Aspekt? Weil jeder ja wahrscheinlich denkt, ja, die Skiausrüstung haben doch schon alle. Ja, das drumherum, Liftkarten, Fahrkosten, die Eltern müssen mit ihren Kindern dahin, die müssen ihre Kinder betreuen. Wir sind ja nicht in einer Nationalmannschaft, wir sind immer noch im Ehrenamt mehr oder weniger unterwegs und da sind die natürlich total froh, die Eltern, wenn sie ein bisschen vom Verein Unterstützung bekommen. Dann brauchen wir jetzt den Check und zwar umgehend von Luca Bauknecht von der Sparkasse Blaubeuren. Er ist hier, er ist dabei und er ist groß. Wie schön ist der Anblick beidem? Mehr wie schön. Wirklich. Wir sind ganz glücklich. Und vielen herzlichen Dank, dass wir ausgewählt sind. Und vielen Dank an Sie. Und ja, wir haben auf jeden Fall Verwendung. Und unsere Rennmannschaft freut sich. Der Herr Bauknecht macht jetzt auch kein super unglückliches Gesicht. Das ist ja immer so, wenn man sich von Geld trennen muss. Aber ich glaube, es ist euch schon auch ein Anliegen, da unterstützend einzugreifen, gell? Ja, also in dem Fall machen wir das sehr, sehr gern. Wir sind auch stolz, dass wir die Vereine haben in der Umgebung. Ganz besonders auch die RR-Ämter, weil so ein Verein trägt sich halt von alleine. Und hoffe, dass wir da auch echt weiterhelfen können und sind dankbar für die Leute, die sich da engagieren und die Zeit auch immer nehmen. Scheine für Vereine.